Das sieht ja übel aus. Wahrscheinlich wird hier beim Rhodes Gunsmith eine Person unten im Keller eingesperrt. Da, da! Mister, why did you leave me here? You gotta get me out, please. It's getting worse. Don't leave me down here. Oh, you're still down there? Yes, I'm still down here, because nobody will help me. Will you do something, please? Na, wir wollen den auf jeden Fall irgendwie retten, oder? Kann doch nicht sein, dass er da einen einsperrt. Das ist ja richtig übel. Guckt euch das mal an. Wer ist da drin? Ups. Nee, nicht hier verschwenden. Da will ich den machen. Hier, zeige ich euch mal. Da ist er drin. Wie sieht er eigentlich aus? Hey! You gotta do something, please. He's never gonna let me go. Der arme Kerl, oder? Der tut mir schon ein bisschen leid, aber können wir leider nichts machen. Tut mir leid. Nee, also, was sollen wir denn jetzt tun? Ne? Ist jetzt halt die große Frage. Ich meine, gucken wir mal beim Büchsenmacher. Fragen wir da mal nach. Well, welcome, partner. First time? Been a mite suspicious about the new faces in town. Rhodes is welcoming to be sure, but we can't just let all types have their way. Hey, that area's for me only. Ja, ja, aber guck mal. Relax, my friend, never mind. Da ist doch irgendwas, warum können wir den jetzt nicht drauf ansprechen? Okay, just watch yourself in here. Er wird nervös, aber... Ich gehe nochmal zu dem Typen hin. Er hat ihn angekettet, dann müssen wir ihm doch auch helfen können hier. Oder? Er ist gefangen im Keller, Leute. Guck mal, ob wer da von hinten reinkommt irgendwo. Wird schwierig. Okay, pass auf, wir marschieren da jetzt. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe lieber noch mal hier hoch, gerade kurz. So, und jetzt hier. Und jetzt. Aber wir dürfen hier keine Waffen benutzen. Eine waffenfreie Zone. Ich kann ihn gar nicht. Hey, hey, I can't have anyone wearing a mask in this shop. Ey, ich kann ihn nicht da rausholen, oder was? Oder okay, probieren wir's. Don't make me ask again about the mask now. Do I need... Okay. Can I get the sheriff? Nimm die Maske ab, das ist kein Problem. Aber was hast du hier unten? Hey, no customers over there. Ja, warum denn nicht? Schau mich hier mal richtig um, ne? Alle Türen sind verschlossen. You deep in your cups, huh? I'm sorry, partner. Okay. Whoa now. That's a fool decision. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing to know worse down there, I swear. Well, why don't I be the judge of that? Open it now! All right, all right. I ain't got nothing to hide. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. Kannst du nämlich mal mit, ne? You know, you can always come back after he wakes up. Hey, der kam auf. You just stay away from me. Now what I tell you about talking to your pa that way? Ich wollte jetzt mal alle Optionen abwägen, Leute. Oh, oh thank God. Alter, wie geistesgestört. Meine Fresse, sind sie geistesgestört? Please help me. He's got me chained up here. Alter, der arme Kerl, hat ja dann Toyboy. He's all I got. Ist doch nicht sein Sohn, oder? Please, don't. Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it.
He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Du bist echt ein Psycho. Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch. I know. Okay, ich würde sagen, der Typ ist der Psycho, oder? Was sagt ihr? I can't lose him. Not again. Oh, ein Waffenkoffer. You're not gonna help me. Den wird er nicht mehr brauchen. Just leave I'm us in never peace. Getting out of here, am I? Take anything you want. Just don't harm my boy. No, the chains. Shoot the chains. Oh, oh, finally. So, wir haben ihn da rausgeholt. Thank you. Oh, you sick. I'm sorry. I ain't sticking around for this. Ende. Der ist ein richtiger Psycho, Leute. Wenn, wer weiß, wie viele der schon auf dem Gewissen hat und wie viele der noch erledigen wird. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ja, das ist richtig mies gewesen. Überlegt mal, wie der den da... Stellt euch mal vor, versetzt euch mal in die Lage. Ihr werdet da in Matrosenklamotten eingesperrt und von ihm vergewaltigt oder sowas. Alter. Ein paar schöne Bilder hier hingegangen von seiner Mutter oder was. Jetzt müssen wir nur noch unauffällig hier rauskommen. Wir gönnen uns noch was zu gönnen ist. Laden ist geschlossen. Ein bisschen was klauen wir. Das ist natürlich nicht gut für unsere Reputation selber, unsere gute, böse Seite-Nummer. Aber ein bisschen was gönnen wir uns jetzt. Guck mal da oben. Nehmen wir uns auch noch mit. Eigentlich gar nicht genug von haben, ne? Was mit Pfeilen? Hm? Bin ich auch mal gespannt, was mit dem Laden passiert. Ja, Maske ist eine gute Idee. Können wir da rausgehen? Oh, da kommen wir nicht raus. Können wir noch vorne rein? Ein Schlüssel irgendwie? So, besser so. Oh. I normally like to see the face of someone I am meeting. Naja, meins wollen sie lieber nicht sehen, mein Gesicht, die Dame. Okay, und jetzt zieh die Maske runter. Gehen einmal um die Kurve. Und dann tun wir so, als wäre gar nichts passiert. Alter Schwede. Was für eine Nummer. Wir haben ein richtig geiles neues Gewehr. Können es noch nicht mal richtig ausprobieren. Da sollen wir da nochmal rein. Fantu, danke dir übrigens für deinen Sub. Können ja immer noch in den Laden rein. Ist ja noch Open Door. Nur ein bisschen aufpassen. Können da theoretisch auch nochmal ausräumen. Aber ich weiß nicht, was wir da noch finden sollten. Ne? Jetzt Vernünftiges. Dann noch natürlich nochmal den Typen, ja, den Besitzer, den habe ich nicht geplündert, okay. Hier mit der Tür. Warum geht die nicht mehr auf? Verdammt. Hier, die Klappe ist zugefallen, wir haben den Schlüssel nicht. Egal, lass es hier lieber verschwinden. So. Lief doch gut, oder? Lief doch super. Da kann man doch nicht meckern. Haben wir den Typen aus dem Tresor geholt und den Typen anderen Typen gerichtet.
Naja, was eine Nummer. Und jetzt, Dutch Vanderlyn. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it has cost in this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Na gut. Archibald, how are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners? Not just any moonshiners. Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Archibald. That bad rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so, too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Wie er sich einschleimt bei den Gesetzeshütern der Dutch, ne? So tut, als wäre er so voll der Rechtschaffende. Und was ist hier passiert?
don't look good. Nee, nee, würde ich auch nicht sagen. Archie. Come on, mister. Keep your eyes open. I swear they got it in for him. You could. Uh-oh. Try washing once in a while. No. This must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look. Heilige Scheiße. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. Ja, die kennen wir ja, die Lemoyne-Gang. I'll send someone over here later to clean this up. Wir nehmen jetzt mal, lernen mal lieber nicht die Taschen jetzt gerade ausnahmsweise. Huch, huch, nee, 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 wir fahren hier mit dem. Dann gehen wir auf die andere Seite, oder? Ah, nee, jetzt fahren wir doch mit ihm, ja? Weil er wollte gerade auf Rossi springen. Aber jetzt, ne, da wollen wir mitfahren. I want to have a look at these papers. Natürlich. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. Go right at the crossroads. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. Bear right again here. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Sieht richtig geil aus hier, ne? Der Nebel und alles. Mysteriös. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Nimm ich mal lieber mein Lasso raus. Wenn ich die erleben fangen soll, die Leute. Geil hier in diesem Sumpfgebiet, ey. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. How will I handle this? Well, the way I say... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Wir nehmen links. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea, Marshal. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Vorsichtig. Und jetzt einfach um Zappel oder was? Okay, da macht er irgendwas, komm, ich nutze die Gelegenheit.
saw another one guarding the still. I'll get this feller trussed up. Okay, der macht den anderen fertig und wir gehen zum nächsten. Die Schwarzbrenner. Die machen ja Alkohol, die Jungs. Und das sehr auf die illegale Art und Weise. Und den nehmen wir auch noch mit. Ey, der gute Zeug hier. Eigentlich wollen wir uns hier mal umschauen, oder noch? Können uns hier nichts mitnehmen? Hände voll wahrscheinlich. Okay. Da werden sie sich auf jeden Fall freuen, dass wir die Dinge festgemacht haben. Zack. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. Oh, so, I think you're real funny, don't you? Tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Well, years ago, they was the finest family around. 1,000 acres or more, 300 slaves, and, well, decades. Reckon one or two sticks should do. I'll deal with the other stills. As you were, Private Williams. Shut up. Oh, wollen wir das Ding mal in die Luft jagen, ne? Schade. Doch echt schade. So. Wollen wir noch zwei machen oder das nochmal umplatzieren? Ah, das könnte hier noch nicht so gut liegen, ne? Gehen wir mal hier so. Hier ist eine gute Situation, hier in Position. Hm, hier kannst du hin, okay. Hier vorne, da geht's. Und zack. Eins dürfte doch reichen, oder? Ja! Yeah. Schön! Oh fuck, wir kriegen Gesellschaft. Komm! Bam, Schakalaka. Okay. Dann komm raus mit deinem schönen Köpfchen. Zack. Schade, muss gerade nachladen. Du hast Glück gehabt. So, jetzt aber. Na, den wollen wir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Patsch. Dem würde ich gerne den Hut vom Kopf schießen. Zack. Oh, Hammer, geschafft. Habe ich tatsächlich hingekommen. Ich hätte ihn gerne auch tödlich erwischt, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und von der anderen Seite, die Schweine. Was mit Billy Boy hier? Nehmen wir sie in die Zange. So ist gut.
Okay, dass wir keinen erledigen sollten und die Situation ebenso glimpflich lösen müssen, bringen wir hier verdammt viele gerade um. Okay. Da ist in Hauptsache 4 Schwarzbrenner leben lassen, aber 23 andere. Oh, du auch hier. Hat er was gesagt? Verdammte Scheiße. Ich sehe nicht mehr. Du? Nein. Let's find Dutch and get out of here. Fine by me. Come on, Arthur. I'd rather not be here when our friends notice the shine's gone. Sieht man, dass es Ex-Militär ist, sind größtenteils, ne? Schau die Uniform an. Auch Überbleibsel vom Krieg zwischen den Nord- und den Südstaaten. Oh, und der zündet sich da gleich an. Ich nehme mir noch ein bisschen was mit. Ich weiß, das Plündern dauert immer lange, aber es ist ja von Realismus geprägt. Es dauert halt eigentlich auch lange, ne? Wie man es plündern. Ich plündere jetzt auch nicht mehr jeden irgendwann, keine Sorge, aber am Anfang... Wir sind nicht schlecht und es hat uns doch zu gewissem Reichtum geführt. Boah, wie viele wir hier niedergestrickt haben, ey. Heilige Scheiße. Okay, das ist der letzte, die anderen lassen liegen, komm. Er hat bestimmt noch was Schönes für uns dabei. Und noch ein paar Dollar. Und eine Platin-Taschenuhr. Okay, zurück zu den anderen. Wir haben ja alles getan, was wir tun konnten. Das Lager ist in die Luft gejagt worden. Besser kann es doch kaum funktionieren. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white-trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen... These two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Und fettes Danke geht raus an Neox und Pum Pum Freak. Danke für eure Subs, ihr Lieben. Vielen Dank, willkommen in der Crew. So, reiten wir nochmal mit ihm zurück, mit dem Dutch. Okay, der will ein Rennen machen. Okay, let's go. Bossy? Okay, on my word. Set, go! Oh, Alter, der hat aber ein verdammt schnelles Pferdchen hier, aber komm, Rossi. You never were much of a rider. We'll see about that. Ja, Mann, mit Rossi gewinnen wir. Okay, wir liegen ein bisschen vorne, aber nicht viel. Jetzt müssen wir natürlich das Gelände nehmen. Go, Rossi, go, go, Rossi, go. Go, Rossi, go, go, Rossi, go. Yo, oh nein.
Ich habe jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Ich hoffe, es gibt keine Bäume auf der Strecke, Freunde. Aber ich drücke mir wirklich den Daumen weg. Was haben wir gut hinbekommen? Hier sind ganz gefährliche Hindernisse. Oh. Wo geht's hier lang, verdammt? Boah. Knappe Kiste, Freunde. Bossi, du musst jetzt weiterreiten. Geh kurz ausharren. Kriegst kurz Energie zurück. Wir können hier haben ein bisschen Boden gut gemacht, als wir da so schön durchgeritten sind. So, hier ist nochmal Vollgas hier auf der Geraden. Jetzt ganz ruhig, Rossi, ganz ruhig. Jetzt nicht vom Pferdchen werfen, ne? Oh nein, nein. Rossi. Der ist wieder dran. Scheiße, die Rossi muss alles geben jetzt. Oh Gott. Aber wir hatten Glück. Sorry, Rossi, es tut mir echt leid. Okay, jetzt nochmal Endspurt, komm. Ja! Wir haben es geschafft. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. You're... I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Hurry up, Pearson. I'm starving.